Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute mit Sie etwas weitermachen. Wir haben gesagt, die Kontrollstrukturen in C, die sind sehr, sehr ähnlich den Kontrollstrukturen, die wir von Java kennen. Gell? Und ja, der größte Unterschied liegt eigentlich darin, dass wir hier Ausdrücke haben, die nicht boolscher Natur sind, sondern die eben ganz zahlige Ergebnisse liefern. Gell? Wenn wir also da schauen, gell, also der Ausdruck gell, ist 0 oder verschieden von 0, gell, ist dann wahr oder falsch, das könnte man auch ausgeben, gell, und da sehen wir, was dann herauskommt, gell, also das ist dann ein numerischer Wert und das kommt dann eben 0 oder nicht 0 heraus. Gell. Ja, machen wir einen weiteren Schritt. Und zwar, wenn wir mit, ja, zum Beispiel mit einer Auswahl arbeiten, gell, dann müssen wir oft eine Eingabe abfragen oder ein Zeichen, das wir irgendwo herbekommen, abfragen, gell, und es dann kontrollieren. Und jetzt kommen wir zu etwas, das vielleicht etwas ungewohnt sein wird. Und zwar, in C gibt es keine Zeichen, streng genommen. Gell? Also es gibt keine Typ für Zeichen. Und der Grund liegt darin, dass man zwar Zeichen in einer Zeichentabelle dann in einem Betriebssystem definieren kann. Gell? Diese Zeichen werden aber durch ihre Position in der Zeichentabelle dargestellt. Gell? Und die Autoren von C haben gesagt, naja, wenn man im System die Position irgendwo speichert und nicht das Zeichen, gell, dann braucht man auch keinen Zeichentyp. Und die Position speichern wir durch einen ganzzahligen Typ. Gell? Und wenn wir jetzt einmal schauen, wir können ja, mit Man, Ashi, die famose berühmte ASCII-Tabelle anschauen, gell? Und wir sehen dann die Tabelle, gell, mit den Zeichen und ihrer Position, gell? Also groß A ist dezimal an der Position 65, gell? Und hier haben wir eben Zeichen, die ersten 31 Zeichen sind irgendwo Steuerzeichen für verschiedenste Aufgaben, gell? Und davon haben wir eines schon gesehen, gell? Und zwar das Zeichen Nummer 10 oder 0a, das ist das Line Feed, gell? Also dieser Zeilenumbruch, gell? Und dieses Backslash N, das müssen wir verwenden, damit wir also nach einer Ausgabe eine neue Zeile erhalten. Und ja, und so gibt es eben bis Nummer 31, also von 0 bis 31, die ersten 32 Zeichen haben alle irgendeine Aufgabe und sind also nicht, nicht sichtbar in dem Sinn. Gell? Und ab Nummer 32, gell, die Leertaste Space, ist das erste Zeichen in der Zeichentabelle. Was speichern wir aber ab? Wir speichern immer die Position ab. Also brauchen wir keinen Zeichentyp, sondern einen Positionstyp. Und der Positionstyp ist ein ganzzahliger Typ. Gell? Und die ASCII-Tabelle, gell, die hat dann eben ja, bis zu 255 ja, verschiedene Zeichen, gell? Also mit den Steuerzeichen inbegriffen, gell? Und ist in einem Byte ja, darstellbar. Gell? Und jetzt haben die Autoren von C dafür den Typ-Char zur Verfügung stellt. Der Typ-Char klingt wie ein Zeichen, ist aber kein Zeichen. Gell? Char ist eine kleine ganze Zahl. Eine kleine ganze Zahl mit 8 Bit. Gell? Und damit kommen 256 Positionen von Zeichen speichern. Gell? Okay, ja, wollen wir das zum Beispiel mit printf ausgeben oder mit scanf einlesen, gell? Dann verwenden wir %c im Formatstring, gell? Anstatt %i wie bei einer ganzen Zahl. Und dann können wir ein Zeichen ausgeben oder eingeben. Gell? Wie können wir Zeichen darstellen? Mit
einfachen Anführungszeichen, gell? Wir können das Zeichen so darstellen und wie wird es dann im C-Programm gespeichert? Durch die Position, durch 65 für das große A, gell? Ja, zu den Kontrollstrukturen, die haben wir ja gesagt, schauen aus wie ein C, also schauen wir mal ein Beispiel an, gell? Was machen wir hier? Hier gehen wir eine Variable, eine kleine Zahl definieren, gell, char c. Sie ist nicht initialisiert, gell, macht auch kein Problem, weil wir sie sofort danach mit einer Benutzereingabe, gell, benutzen da und ja, Zeichen und dann gehen wir her, gell, und ups, so habe ich drauf geklickt, das wollte man nicht. So. Also wir sagen, wir lesen ein Zeichen, gell? Wir übergeben die Adresse der Variable c, gell? Nicht die Variable c, sondern die Adresse, machen eine Referenzübergabe. Und was hier ist, ich habe hier ein Leerzeichen davor gegeben, gell? Sollte man mehrere Scan-Cypher haben und dann kann uns passieren, dass man bei der Eingabe von so Zeichen zwar das Zeichen liest, gell? Aber nicht das Enter, die Bestätigung, gell? Und dann bleibt das im Tastaturbuffer und bei der nächsten Ausgabe fahren wir über das Scanf drüber, gell? Und das ist dann nicht gut, gell? Wenn wir aber vorher das Leerzeichen da machen, dann heißt das für Scanf, Achtung, wenn da davor irgendetwas ist, ein Trennzeichen oder eine Bestätigung oder irgendetwas, dann nehmen wir es aus dem Buffer und danach, gell, nachher gehen wir ein Zeichen da einlesen, gell? Mhm. Ja, was mache ich da? Da gehe ich es gleich mal ausgeben, gell? Und zwar einmal mit Prozent C, gell? Also zeig mir das Zeichen, das hinter dieser Zahl steht, und einmal die Zahl selber, gell? Also zweimal das C. Und ja, was mache ich jetzt? Mache ich eine einfache Abfrage, gell? Also wenn, und jetzt mache ich einen Vergleich, wenn das C gleich dem Zeichen großes A ist, gell? Und das Zeichen große A wird so dargestellt, es steht aber für 65, gell? Wenn das also 65 ist, gell? Dann gib aus, aha, es war ein A, gell? Und sonst, else, sagt, dass es kein A ist, gell? Und jetzt wollen wir dasselbe nochmal machen, und zwar mit einem Switch, gell? Und da frage ich jetzt ab, gell? Ist ein A? Oder ist es ein A? Ist es ein großes oder ein kleines A? Dann gib aus, es ist ein A oder ein A. Und was ganz wichtig ist, ein Break. Gell? Also im Gegensatz zu manch anderer Sprache ist das Switch Case in C keine Auswahlstruktur, keine Auswahlkontrollstruktur, sondern eine Einsprungkontrollstruktur. Würden wir das Break nicht setzen, dann würde die Ausführung, wenn das A hier eben gegeben ist, auf hier starten und alles durchmachen, gell? Deshalb muss man das Break setzen, gell? Ja, was mache ich dann, wenn es das B ist, das kleine oder das große, dann gib aus, es ist B oder B, gell? Und in allen anderen Fällen, gell, gib aus, es ist kein A und kein A und kein B und kein B, gell? Ja, gehen wir mal schauen, ob das funktioniert, gell? Also, machen wir mal Make, gell? War schon alles in Ordnung. Und es war das Zeichen 1, glaube ich, gell? So, jetzt gebe ich aus, eine 1 gebe ich mal ein. Da sage ich, es ist kein A und kein B, gell? Also, ja. Also es gibt da einmal hier raus, gell? Warum? Weil er geht her, dann fragt er, ist dieser 1 oder das A? Und dann sagt er, nein, gell? Also, wird, es ist kein A, gell? Und wenn wir zum Switch kommen, gell, dann haben wir hier ja, das, was wir reingeben haben, und dann fragt er, ist es A oder A? Nein. Ist es B oder B? Nein. Also trifft das die Fall zu. Es ist nichts von all diesen da, gell? Mhm. Haben wir hingegen ein A, mhm, dann sagt er, es ist ein A, gell? Und dann, das sagt er hier oben, gell? Oder es ist ein A oder ein A hier unten, gell? Mhm. Schön. Das wollten wir jetzt benutzen und unser Beispiel zur Arithmetik weiterentwickeln, und zwar zu einer Version,
die uns erlaubt, die gewünschte Rechenoperation auszuwählen. Ja, viel Spaß!